Willkommen zum Asklepios Talk. Sie sind winzig klein, aber für unsere Gesundheit enorm wichtig. Gefäße. Nur wenn sie frei sind, geht es uns langfristig gut. Çetin Kocher ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und der endovaskulären Medizin an den Asklepios Südpfalz Kliniken. Und ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, hier zu sein. Dankeschön. Man kann schon sagen, dass Gefäßkrankheiten ein Volksleiden sind mittlerweile, oder? Ja. Auf jeden Fall ist es ein Volksleiden, zunehmend in Anbetracht der Umkehrung der sogenannten Alterspyramide, die wir haben. Diese Pyramide kehrt sich nämlich aufgrund des zunehmenden Lebensalters immer mehr um, sodass eben aufgrund des höheren Lebensalters Erkrankungen in den Vordergrund rücken, die früher nicht so da waren. Was ist denn Ihr Schwerpunkt in der Gefäßchirurgie und was sind die Gründe hierfür? Wir beseitigen hauptsächlich Engstellen, die zu Durchblutungsstörungen der anschließenden Organe führen, sei es die Beine, sei es an den Armen, sei es auch am Hals, an die Halsschlagadern, die zu Schlaganfällen führen können, Veränderungen. Und Was sind denn die Risikofaktoren für Gefäßkrankheiten? Wie eingangs gesagt, das zunehmende Lebensalter der Patienten führt dazu, dass diese Risikofaktoren, die über Jahre, Jahrzehnte eben teils auch leider oft unbemerkt vor sich hin vegetieren können, dass zum Beispiel ein Blutzucker zu spät erkannt wird, dass zum Beispiel eine Durchblutungsstörung irgendwelcher Organe zu spät erkannt wird. Und diese Grunderkrankungen wie Blutstoffwechselstörungen führen dann auch zu Veränderungen in den Gefäßwänden. Mhm. Und das kann dann eben langfristig auch zu Verschlüssen führen. Diabetiker haben auch nicht selten Gefäßkrankheiten. Diabetiker neigen leider sehr häufig nicht nur zu Gefäßkrankheiten, sondern das, was wir dann als Spätfolge des Diabetes sehen, ist eine langjährige, nicht behandelte Diabetes. Sprich, es kann zu diabetischen Fußsyndrom kommen, es kann zu Nierenfunktionsstörungen kommen, es kann zu sogenannten Retinopathien kommen, also Störungen der Augendurchblutung. Mhm. Diese drei genannten Krankheitsbilder zeigen schon, dass es hier um die kleinen Gefäße geht, in letztendlichem Stromgebiet. Und diese Veränderungen führen dann eben zu den Krankheiten. Und Sie haben es gesagt, kleine Gefäße. Und bei den großen Gefäßen, was ist das da typisch? Große Gefäße sind dann die zum Beispiel Beckenschlagadern oder Oberschenkelschlagadern. Ja. Diese neigen dann zu, aufgrund der Grunderkrankung wie Fettstoffwechselstörungen, neigen die zu entzündlichen Einlagerungen in die Gefäßwand und dies über Jahre wiederholt, führt dann zu Verengungen der Gefäße, teils nur an einer Ort und Stelle, teils auch langstreckig, sodass hier im weiteren Verlauf auch Gefäßverschlüsse drohen können. Das ist bei großen Gefäßen natürlich nochmal vielleicht dramatischer. Ja, insbesondere kann es hier zu einer Akutsymptomatik kommen, sprich das sogenannte kalte Bein auf einmal, ja, wo ein Ruheschmerz besteht, wo die Neurologie aufgehoben ist. Und das ist also einer der typischen gefäßchirurgischen Notfälle. Mhm. Und ganz kritisch ist hier die Kombination zu sehen, sprich Diabetes, eben die Erkrankung der kleinen Gefäße, zum Beispiel am Unterschenkel hauptsächlich, die dann zum diabetischen Fuß führen, in Kombination mit zum Beispiel durch Rauchen oder Blutfettstoffwechselstörung verursachten Erkrankungen der großen Gefäße. Also die haben das dann auf mehreren Etagen und das ist dann äußerst komplex zu behandeln und sehr individuell. Das glaube ich. Wie sieht denn bei Ihnen die Diagnostik aus? Die Diagnostik ist eigentlich ganz einfach. Es fängt an wie bei jedem Arzt, der unterhält sich mit seinem Patienten erstmal und fragt, um was geht es denn eigentlich? Und das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann hört man zum Beispiel, naja, wenn ich jetzt so loslaufe, dann nach 100 Meter muss ich stehen bleiben. Das ist so zum Beispiel eine typische sogenannte Schaufensterkrankheit. Das heißt, der Patient muss nach einer gewissen Weile stehen bleiben. Warum? Weil ihm die Waden wehtun zum Beispiel, ne? Weil nicht genug Blut in der momentanen Situation dort ankommt. Das ist zum Beispiel eins. Das andere, was man durch so eine Frage rauskriegt, ist halt auch, dass man sich nicht beirren lassen muss. Man muss nach den Allgemeinerkrankungen, Begleiterkrankungen des Patienten fragen, sprich erstmal auch die Medikation. Und dann kriegt man schon mal die Hälfte der Informationen über dieses Frage-Antwort-Spiel raus. Ist zum Beispiel ein Diabetes noch dabei, da muss man davon ausgehen, dass der Patient laufen kann,
Aber aufgrund der Folgeerkrankung des Diabetes, sprich zum Beispiel einer Polyneuropathie, gar nicht in der Lage ist, überhaupt einen Schmerz im Fuß zu empfinden. Und trotzdem liegt eine schwere Durchblutungsstörung vor. Und das geht dann aus der Anamnese, also aus dem Gespräch heraus, in die Inspektion und darüber hinaus in die Untersuchungen. Okay, und da stehen Ihnen natürlich auch modernste Verfahren zur Verfügung. Ja. Und dann geht es ja zur Therapie. Welche Möglichkeiten haben Sie in der Klinik? Also nachdem wir zum Beispiel diese Untersuchungen durchgeführt haben, wie sprich zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, und dann können wir das Problem schon ziemlich gut eingrenzen. Dann gibt es dann die Möglichkeit, dass man direkt zum Beispiel in den OP geht, also jetzt nicht direkt aus der Sprechstunde, aber eben im Verlauf kurzfristig und über so eine sogenannte Gefäßdarstellung das Problem der Durchblutungsstörung genau lokalisiert. Und dann gibt es die Möglichkeiten, dass man so etwas aufdehnen kann mit modernen Katheterverfahren, feine Drähten. Da gibt es Ballons, mit denen kann man solche Engstellen aufdehnen. Sollte das stabil sein, ist es gut. Wenn das irgendwie nicht stabil sein sollte, dann kann man das mit einem Stent noch stabilisieren. Mhm. Das sind so kleine Metallgeflechtröhrchen. Die gibt es individuell in verschiedenen Längen und Größen. Und sollte der Verschluss zu langstreckig sein, dann gibt es auch Katheterverfahren, mit denen man solche Engstellen auch ausfräsen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man so etwas überbrücken kann mit einem Bypass, möglichst aus der körpereigenen Vene, aber auch mit einem Fremdmaterial. Also es gibt viel, was man tun kann. Ja. Insbesondere ist der Vorteil dieser Geschichte, dass man in den OP geht und diese Angiografie macht, dass man eben alles auf einmal gleich machen kann. Und gerade sollte ein Diabetiker noch ein Ulkus, ein Geschwür am Fuß haben, als Komplikation des Diabetes, kann man das eben in derselben Operation gleich mit behandeln. Also der Patient bekommt seine Durchblutungsverbesserung und seine Wundbehandlung. Okay, das ist natürlich gut. Abschließend die Frage, es muss ja nicht unbedingt so weit kommen, dass man dann von Ihnen operiert wird. Man kann ja auch schon ein bisschen vorbeugen. Was haben Sie für Tipps? Die Tipps sind hier wirklich, dass Patienten sich die Mühe aufnehmen und sich wirklich auch untersuchen lassen, die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, die es da gibt, insbesondere was auch Halsschlagaderuntersuchungen angeht, die ab einem gewissen Lebensjahr da sind, Untersuchungen auf Stoffwechselerkrankungen wie den Zucker, dass so etwas erkannt wird. Und damit meine ich nicht, dass man mittwochs morgens nüchtern ohne einen Kaffee zum Hausarzt geht, weil da haben auch Diabetiker normale Zuckerwerte, sondern dass man wirklich zu einem Facharzt geht und sich dann mal genau darauf halt auch untersuchen lässt. Ah, okay. Das ist, weil daraus resultiert nämlich, dass wir eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer an Diabetiker im Land haben, von denen man das noch gar nicht weiß. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Dankeschön. Sehr gerne. Danke.